Was ist denn, welcher... Das regt mich gleich wieder auf. Welcher Pfosten hat sich diesen Mist ausgedacht? Die Viecher sind ja so anstrengend. Und wieso kann ich das nicht aufheben von hier aus? Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ach Mensch, wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich nehme mal das Impulsgewehr. Dafür haben wir auch die meiste Muni, oder? Ja, sieht so aus. Na kommt, was soll's. Man lebt nur einmal. Oder wir auch schon dreimal. Ist ja nicht so, als wären wir nie gestorben. Hüpft doch irgendwo hin, dankeschön. So. Dann machen wir es eben so. Das geht auch. So, wir bewegen uns einfach mal. Die schlagen ja auch mit ihren Tentakeln. Das ist ja niedlich. So, hätten wir den schon mal. Oh. So, jetzt können wir auch gemütlich auf den Plasma-Cutter wechseln. Einer allein ist jetzt nicht mehr so das Problem. Puh. Hätten wir das geschafft, aber ganz ehrlich, Leute, ihr seid trotzdem ein paar ganz schöne Mistkerle. Das war nicht nett. So, da drüben fliegt noch was für uns. So. Eine Sekunde, bitte. Und damit geht's auch schon weiter. Kurze Unterbrechung, tut mir leid. Achso, ich musste gerade gucken, was für eine Perspektive wir hier überhaupt haben. So, dann gehen wir mal da drauf. Puh. Das war jetzt alles andere als spaßig, muss ich mal so ganz ehrlich zugeben. Und ich finde mich gerade schon wieder nicht zurecht. Achso, natürlich. Hier ist der Boden. Denn hier ist die Navigationskarte. Her damit. So, ich finde auch interessant, dass das als Nebenaufgabe durchgeht. Ich meine, immerhin ist das ja eigentlich unser primäres Ziel gerade. Ich verstehe bloß gerade nicht so ganz, wie das mit dem Z-Ball funktioniert. Also wir sollen hier irgendwo hin auf so eine Plattform und dann irgendeinen Ball benutzen. Allerdings haben wir keinen Ball. Wir können aber mal so ein Vieh reinschicken. Schön, dass das Spiel auch mal wieder flüssig läuft übrigens. Ja, ist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Wo finde ich denn jetzt den Ball am besten hier? Ich habe keine Ahnung. Auf diese Plattform vielleicht? Nicht so wirklich, oder? Okay. Ah, okay. Aktivieren. Bitte sehr, danke sehr. So, welche Farbe? Wo muss es denn rein? War das richtig, ja? So, dann machen wir noch mal hier hoch. Rot. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ihr müsst mir auch einen Ball zur Verfügung stellen. Hä? Ach. Der fliegt so weit über mir, dass ich ihn gar nicht sehe. So. Nächste Runde. Da lang. Der Ball, was haben wir denn für eine Farbe? Rot, ja. Gut. Und wieder dahin. Kann es sein, dass wir immer rot kriegen? Das erscheint mir irgendwie so falsch. So, naja, was soll's. Hier hoch. Nee, das ist jetzt kein Rot. Das ist irgendwas anderes. Allerdings habe ich keine Ahnung, was für eine Farbe wir jetzt nehmen sollen. Warum fliegt der Ball denn so weit vorn? Ich probier's mal mit Gelb. Gut, war richtig. Auf welches Feld müssen wir? Da müssen wir hin. Oh, shit.
Ball? Wo ist denn der Ball? Verdammt, jetzt habe ich ihn weggeschlagen aus Versehen. Ich finde den Ball nicht mehr. Schlecht. Ich habe gerade auch irgendwie keinen Nerv dafür, ehrlich gesagt, das scheiß Ding zu suchen. Oh, so ein Mist aber auch. Ja, das probiere ich dann mal, weiß ich nicht. Ich suche mir jetzt einen Speicherpunkt und mache erstmal Schluss und dann, wenn ich mal irgendwann Muße habe, mache ich das nochmal hier. Ende der Schwerelosigkeit. Ist mir jetzt egal. Hier haben wir noch nicht abgenommen. So, her damit. Gut, ich würde sagen, damit ist meine Geduld dann auch schon wieder... Junge, erschreck mich doch nicht so. Kannst du dich nicht anmelden beim nächsten Mal? So, ich würde sagen, damit ist meine Geduld jetzt auch schon wieder weitestgehend strapaziert. Deswegen werde ich jetzt nur noch gucken, dass wir den Anzug Stufe 5 kriegen und dann aufhören für heute. Gut, da drüben Schlafblock C, da kommen wir nicht rein. Halt! Ich muss ein Plakat vorlesen. Zero G Basketball. Deswegen also Z-Ball, alles klar. Komische Spiele denken die sich aus. Na gut, sind wir wieder hier. Und schauen erstmal im Shop nach. So, genau. Runtergeladenes Schema, Anzug Level 5. Das kostet 60.000, dafür reicht's noch. Was? 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 Ist das euer Ernst? Ihr schickt mir Gegner auf den Hals, während ich im Shop bin? Was seid ihr denn für ein paar unsoziale Mistkerle? Dafür habe ich ja jetzt gar keine Worte. Also... dafür habe ich ja echt sowas von überhaupt keine Worte, wirklich. Das ist ja... Das sind ein paar hinterfotzige Mistkerle, das gibt's gar nicht. Das ist der Hammer. So, schickt mir eure verfluchten Necromorphs nochmal auf den Hals. Vor allen Dingen habe ich es echt nicht gecheckt. Ach, ein Flattermann! Wag es, Flattermann! Dieses Mistvieh, ich hasse sie! Deswegen waren es auch so viele! Wow, das war ja meine übelste Frechheit! Die schicken mir einen Flattermann rein, während ich es nicht merke, und der tut sich hier genüsslich an allen Leichen gütlich, die hier sind, und verwandelt die in solche Mistviecher. Also das ist ja echt... Da hätte ich ja niemals jetzt eine Chance gehabt zu überleben, gerade eben. Na gut, sammeln wir eine Runde. Hä? Blödes Mistvieh. Yeah. Pfui. Ja, da hätte er noch ein bisschen Material gehabt jetzt, ne, um uns hier das Leben schwer zu machen. Sind ja noch ein paar. Okay. Dann, was ich mir gerade überlege, Dr. Mercer hat doch mal gemeint, dass die Necromorphs die Zukunft der Menschheit sind, die Weiterentwicklung der Menschheit. Erstens, den Leuten fallen verflucht schnell Gliedmaßen ab. Zweitens, gibt es einen Unterschied zwischen Necromorphs und Necromorphinnen? Also, können die sich denn fortpflanzen, ist die Frage. Ich muss immer mal der Musik lauschen, ich weiß nicht warum, aber sobald die anfängt zu singen, muss ich zwanghaft die Klappe halten irgendwie. Also ich glaube kaum, dass die ja noch fortpflanzungsfähig werden, von daher ist es nicht die Zukunft, sondern das Ende einer jeden Rasse, wenn man sich nicht mehr fortpflanzen kann. Shop betreten. So, und jetzt können wir auch in Ruhe mal uns um den Anzug kümmern. Mich hätte ja mal interessiert, was passiert wäre, wenn ich jetzt noch geschafft hätte, auf Anzug Level 5 zu klicken. Ob er dann noch reingegangen wäre oder nicht. Na gut, dann wollen wir uns mal weitere Nieten anschweißen lassen. Los geht's! Hinein in die gute Stube. Hier ist noch Platz.
Schweiß an den Mist. So, jetzt bin ich mal gespannt. So viel Platz ist ja nicht mehr für neue Teile. Gut, die Schuhe sind jetzt ein bisschen stärker gepanzert, wie es aussieht, aber ansonsten hat sich nicht so viel verändert, oder? Es scheinen ein paar mehr Teile auf dem Rücken jetzt zu sein, aber dafür kleinere. Na gut, was soll's. Wir schauen mal kurz. Medipack haben wir noch für 5 Einheiten. Okay. Gut, das ist egal. Da würde ich sagen, kaufe ich nochmal ein kleines Medipack. Kleines Medipack. Da. So. Und dann passt das. Fertig, der Lack. Haben wir hier einen Speicherpunkt gehabt? Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Aber ich wollte doch speichern gehen. Hatten wir hier draußen einen? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ich wollte nämlich wirklich jetzt nicht mehr weiterspielen. Und da wäre es natürlich ratsam, wenn hier irgendwo mal ein Speicherpunkt zu finden wäre. Sieht aber eher schlecht aus. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die Aufzug. Ja, ich nehme die Aufzug nach oben. Wir gucken mal, was es da gibt. Vielleicht haben wir ja da einen Speicherpunkt. Das wäre sehr schön. Und wir haben einen Speicherpunkt. Das ist sehr schön. So, bevor ich den aber benutze, nehmen wir natürlich noch die Impulsprojektile hier mit. Gut, ich habe schon nachgeladen. Oh, so, jetzt aber mal alle Tasten mal durchprobiert. Gut, damit speichere ich und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Dann im neuen Jahr, weiß ich nicht, ob es schon im neuen Jahr ist. Wenn es noch nicht im neuen Jahr ist, dann sehen wir uns trotzdem im neuen Jahr erst wieder, weil ich nämlich, sobald die Folgen ausgelaufen sind, eine Winterpause machen werde. Eine Weihnachtspause, beziehungsweise eine zwischen Weihnachten und Neujahrpause. Weil ich jetzt einfach nicht aufnehmen will. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ach, ich hasse den Begriff eigentlich, wenn ich ehrlich bin. So, und dann sehen wir uns eben im neuen Jahr wieder, wenn ich dann wieder Zeit habe, was aufzunehmen. Bis dahin, gehabt euch wohl, wie immer. Und rutscht gut ins nächste Jahr rein, insofern es noch nicht geschehen ist an dieser Stelle. Ich weiß ja nicht, wann die Folge kommen wird, aber ich glaube eher nicht, dass das schon der Fall gewesen sein wird. Ich hoffe, ihr hattet schönes Weihnachten übrigens. Das dürfte schon rum sein an dieser Stelle, hoffe ich mal. Gut, dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Jahr, habe ich schon 5-mal erzählt. Und zum Abschied noch ein Textlog. Unitology-Artikel, gemeinsam werden wir auferstehen. Und damit verabschiede ich mich. So, wir klicken es noch kurz durch. Oder ist aber viel Text. Gut, ihr könnt lesen, wenn ihr wollt. Wie immer halt. Gut, dass ich das nicht vorlese. Ich wollte erst vorlesen, weil ich mir dachte, hey, Ende des Jahres, da kann man das mal machen. Aber das ist wirklich mehr, als ich dachte. So, noch ein Stück runter und da sind wir dann auch beim Ende. Ja, Fortsetzung auf Seite 94. Fickt euch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und tschüss.